Herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz der neuen Saison. Grizzlies Wolfsburg gegen die Schwenninger Wild Wings entstand vor 3155 Zuschauern, 5:3 für die Grizzlies. Kommen wir direkt zu den Statements beider Trainer und da darf ich Paul Thompson bitten, seine Worte zum Spiel abzugeben. Bitte. Guten Tag. Congratulations to Pat on the win and a solid game there by Wolfsburg. I thought we started the game pretty well and we took the lead and then we looked far more confident than we had done previously on Friday. It was a horror show on Friday and we knew that we had to put a solid performance to get something here today. But we took four minors in the first period and that's something that we can't do, especially on the road. And we killed a 5-on-3 to give up a goal on the next shift and that was disappointing after guys worked so hard to kill that 5-on-3. And then we got ourselves back in the game again to give it away the next shift in the second period. And then in the third period, we lose a board battle for the fifth goal. And, you know, we make a bad decision on the puck and it gets turned over. And that's the reason, you know, Wolfsburg are coming away with the points tonight. They didn't do that. Vielen Dank, Paul Thompson. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Er gratuliert natürlich zum Sieg. Wolfsburg hat eine solide Vorstellung gezeigt. Gerade einer der Knackpunkte war aus seiner Sicht das von seiner Mannschaft gut gekillte 5:3 oder 3:5 Unterzahlspiel und dennoch gab es im Anschluss einen Gegentreffer. Auf der anderen Seite, nach der Horrorvorstellung, wie er es genannt hat, am Freitag musste seine Mannschaft solide performen. Am Ende des Tages hat Wolfsburg die ein oder andere Sache besser gemacht. Pat, deine Worte zum Spiel bitte. Ja, schönen Nachmittag von meiner Seite. Danke, Paul. Das war wir waren ein bisschen nervös am Anfang, aber ich glaube, wir haben gut reagiert nach dem Gegentor, der erste Wechsel. Wie Paul gesagt hatte nach significant Moment oder wichtigen Moment nach ein PK oder nach ein PP oder nach ein Gegentor. Wir haben sehr gut gespielt, wir haben gewonnen die Wechsel und am Ende das Spiel entscheidet. Nicht einfach für uns zu spielen. Erste Mal diese Saison hier. Die Jungs waren nervös. Wir möchten eine gute Leistung bringen heute und ich glaube, wir haben das gemacht. Richtig Richtung für uns auch und wir haben ein paar individuelle Fehler gemacht, aber es kann passieren, aber am Ende es war eine gute Leistung. Chad hat sehr, sehr große Parade gemacht am Ende in Unterzahlsituationen Tor geschossen im richtigen Moment und gute Parade und 3 Punkte. Vielen Dank, Pat. Kommen wir zu den Fragen. Keine Fragen bei der ersten PK der neuen Saison. Dann wünschen wir unseren Gästen aus Schwenningen eine gute Heimreise und noch viel Erfolg in der Saison. Wir sehen uns hier demnächst wieder. Erstmal geht es für die Grizzlies am Donnerstag in Nürnberg weiter. Bis dann haben Sie einen guten Start in die Woche. Ciao.